So, weiter geht's mit dem Qualifikationstraining aus Kanada. Auf geht's. Guten Tag an alle Zuschauer. Wir hoffen, Sie sind auf ein spannendes Qualifying eingestellt. Die Teams hier in Kanada schließen gerade die letzten Vorbereitungen ab. Oh, das könnte heute spannend werden, Stefan Römer. Alle Zutaten stehen jedenfalls bereit. Türkische Verhältnisse, eine sich ständig verändernde Strecke und dazu noch ein oder zwei Autos knapp hinter den Spitzenfahrern, die vielleicht, ja vielleicht an ihre guten Trainingsleistungen anknüpfen und für eine Überraschung sorgen können. Und die Frage ist natürlich, wie wird die Strecke in 10, 15 Minuten aussehen? Wenn du damit rechnest, dass der Regen schlimmer wird, musst du sofort raus, nachdem die Ampel grün wird, damit du wenigstens irgendwo Grip vorfindest. Wenn es aber aufklart, dann solltest du besser warten, die Reifen schonen und zum perfekten Zeitpunkt rausfahren. Was sonst noch mit diesen Bedingungen zusammenhängt? Verkehr und eingeschränkte Sicht, wenn man im Dunstkreis anderer Fahrzeuge unterwegs ist. Das wird sicher ein anhaltendes Problem sein und ich denke, wir werden heute einige frustrierte Fahrer mit ruinierten Rundenzeiten sehen. Take it easy to start with. The track's wet. So, wir sind nach 15 Minuten leicht trocken werden. Naja, hoffen wir mal, dass wir hier habe ich trockene Strecke finden, noch irgendwie ein Stückchen trockene Strecke finden. Naja. Uiuiui, wieder so weit rausgerutscht. Mir ist es noch egal, seht ihr auch Tipp. Jetzt gehen die Zeiten erst richtig los. Kein Flügelschaden, das ist gut. Zeit gekostet haben wir das allerdings mal.
Erste Bestzeit 24,3. Und wir konnten so eine 23,5. Du willst ja auf Trocken-Setup gehen, weil das Rennen trocken halt stattfindet. Ich habe da den Vorteil. Ja, gehen wir mal wieder in die Box. Fahr hinter mir. The heavy rain is passing. We're seeing light rain about 2 minutes away. It's hard to say if Inters or Wets are better right now. So. Car repairs have set us back a little. Klar, ist ein bisschen kleiner Schaden natürlich am Auto. Also doch. Die Frage, lohnt sich's? Lohnt es sich auf die. Okay, some quick lap times are now being posted. It's getting faster out there. So far, our fastest lap is a 1:23.5. Ich probiere es auch auf den. Auf den etwas trockenen Reifen fahren kann. Ja, sind tatsächlich einige dabei auf das, also gut. Machen wir es doch. Auf, auf. Fahrer vor mir. Russell's just ahead. Push for the position. Their best lap time is a 1:23.4. 22,4 auf Winter und wir fahren die fast die gleiche Zeit auf den gab Vollregenreifen. So. Ja, aber ich meine, Zeit wird sich reichen.
bin ich zufrieden. Knappe ist Zeit, aber trotzdem. So. There's only one lap of fuel remaining. Ja, wird doch schon besser. Frage ist, ob es nochmal eine trockene Reihe Runde gibt. Intermediate tires are your best bet in the current conditions. We're top of the speed trap, 332.1 kilometers per hour. Sat slightly higher than expectations. Great job. Entweder klappt oder klappt es nicht. So far, our fastest lap is a 1:21.0. We're top of the speed trap, 332.1 kilometers per hour. Zwei Minuten noch. Die Frage ist, wird das nochmal trocken? Wird nee, wahrscheinlich immer nicht mehr. Ja, das wird nichts mehr werden. Kalt auf Trocken draußen.
okay. I think the track will be drying out quite soon. Mind you don't burn out your tires. So. We're top of the speed trap, 332.1 kilometers per hour. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Hamilton, Gasly und Kevin Magnus. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Gut, dann müssen wir das auch irgendwie richten. Nicht ideal, aber am Samstag gibt es noch keine Punkte. Kühlen Kopf bewahren und im Rennen richtig durchstarten. Genau so ist es. Wir sehen uns morgen wieder.